Hey Leute, das ist Kanal Sagira und heute haben wir ein Battle zwischen Bundesliga Match Takes 2018-2019 und einmal Champions League zwischen 2017 und 2018 Match Takes. Heute gucken wir, wer gewinnen wird, denn ihr wisst, ich mache viele Battles auf meinem Kanal, aber so ein Battle hatten wir bis jetzt nicht. Und diesmal ein bisschen älter, kein Kartau oder Match Takes oder es sind richtig alte Packs, kann man sagen. Oder ja, kann man doch. Wir fangen mit dem ersten Pack an. Was bekommen wir? Alexa aus. Alexa aus. Okay, wir haben hier einmal Toro, Lucas Toro, Grifo, Liebold, Averho und Höfler. Da ist Toro der Beste meiner Meinung nach. Wir haben bis jetzt hier keine wirklich Stars. Okay, dann sind wir bei den Champions League Packs. Sehr geil aussehen. Und jo. Was bekommen wir hier? Ah, wir müssen uns einen Trick machen. So, den habe ich jetzt gelernt. Gitarren. Halsterberg. Sehr gut. Islaker. Torres, Defer, Juventus. Also wir hatten hier auch nicht die Besten. Halsterberg ist jetzt hier der Beste. Aber weil Bundesliga halt nicht so gut raushauen kann, gönne ich den ersten Punkt an die Bundesliga, weil eigentlich es ist sehr schwer, wer jetzt gewinnen wird. Ja, eigentlich hat doch Champions League gewonnen. Bundesliga, Halsterberg ist eindeutig besser. Der kommt auch aus der Bundesliga, aber der hatte nicht die Bundesliga-Packs, sondern die Champions League-Packs. Also gucken wir, was im nächsten Bundesliga-Pack ist. Und zwar ein Lustenberger. Kimmich, sehr wichtig. Erraff. Bachfried und Hertha BSC Logo. Hertha BSC Kimmich ist natürlich der Beste. Wird der auch etwas leisten für die Bundesliga? Es kann der Punkt sein. Außer jetzt hat Matchtext Glück. Warte, wir müssen so machen. Vergesse ich immer wieder. Okay, wir haben hier Gulaschi. Rüdiger einfach. Guckt ihn euch mal an. Kundu. Dahinter haben wir Vazquez, Real Madrid und dahinter Juan und dahinter Marceno. Rüdiger ist hier der Beste, meiner Meinung nach. Zu jetziger Zeit mit Gulaschi. Aber wir müssen ehrlich sein, sehr gleichberechtigt, Leute. Und weil es 1-0 für die Champions League Serie steht, gönne ich jetzt den Punkt an die Bundesliga-Serie. Also machen wir weiter. Mit der dritten Runde. Wenn ihr weitere Battles haben möchtet, dann lasst ein Like, ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und weiter. Darida. Peacecheck. Gieselmann. Eles. Dahinter Baumann. Baumann. Oder Psyisch. Oder wie der heißt. Ich glaube, Oliver Baumann hat mehr Chancen da. Eigentlich Lukas Psyic. Ah, ich weiß nicht, Baumann zeigt jetzt keine Leistung, aber früher hat er Leistung gezeigt. Also doch, ich gönne es lieber. Psyic. Was bekommen wir Champions League Booster? Bis jetzt kein Hit so. Also, außer Rüdiger. Das war so genügt. Danilo. Mohamed Salah. Guckt euch mal diese Ratings an. Mohamed Salah, dahinter Neupol. Dahinter Firmino und dahinter ist noch Bali. Firmino und Mohamed Salah. Mohamed Salah. Uyo. Natürlich ist da Mohamed Salah besser, aber guckt euch mal diese Ratings noch an. 77. Da hat eindeutig Mohamed Salah gewonnen. 2-1 an die Champions League Seite. Wird Bundesliga noch ausgleichen jetzt oder wird jetzt
Champions League Serie gewinnen. Halsterberg, den hatten wir da schon. Dahinter Hermann, dahinter Mario Götze, dahinter Ayan und Ujan oder wie der heißt. Mario Götze oder Halsterberg? Da nehme ich Halsterberg. Eigentlich Mario Götze ist doch besser. Eigentlich doch. Ja, eigentlich doch Mario Götze. Komm, ich nehme Mario Götze. Sein WM-Tor war wichtig. Dazu auch. Richtig, was haben wir hier? Diese Packs sind so geil. Diese hier, ich mag die. Das ist mein Lieblingspack. Stanio. Vrasocic. Babel. Und wir haben hier Courtois noch bei Chelsea. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Dahinter haben wir Herrera und Hugo Lloris. Hugo Lloris noch dazu. Da haben wir einfach zwei Top. Und guck mal euch dieses Kartendesign an. Das sieht so krank aus. Da geht eindeutig der Punkt an Champions League Seite. Und es steht jetzt schon 3-1. Wird noch Bundesliga aufholen oder verlieren sie mit einem 4-1? Das werden wir jetzt rausfinden. Okay. Marco Russ. Dominic Kor. Eine Dame hier. Einfach für Bauer. Lerat. Und dahinter haben wir ein Schalke-Spieler mit 92. Da waren die ja noch in der ersten Bundesliga noch ganz oben mit dabei. Özcan. Aber leider jetzt nicht mehr. Und da ist Kor jetzt der Beste. Mittlerweile ist Kor der Beste, ja. Meiner Meinung nach. Aber es wird, glaube ich, eine leichte Beute jetzt für die Champions League-Seite. Okay. Hamadi. Dahinter haben wir Savic. Dahinter haben wir Valencia. Dahinter Eriksen. Eriksen hat jetzt schon Mascherano, Alexandro Mascherano und dahinter haben wir ein Duo. Da ist Eriks meiner Meinung der Beste und wird er jetzt den Punkt machen, sag ich ehrlich, macht er auch. Es ist ein 4-1 ausgegangen. Hier sehen wir, die Matchtech-Seite hat heute sehr gut bombardiert. 4-1 ist schon ein heftiges Ergebnis. Wenn ihr weitere Battles haben möchtet zwischen Päckchen, also ich meine zwischen zum Beispiel Serien, also ihr wisst, was ich meine, so wie jetzt 2018 oder so gegen Didede. Und ja, wenn ihr sowas haben möchtet, lasst ein Like da, wenn ich sehe, dass hier genug Likes sind, dann machen wir wieder irgendein neues Battle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.